Hallo, willkommen zum Freitag mit Duni. Hi. Also, ich habe einiges nachzuholen, und zwar zwei Wochenthemen. Einmal das Thema Szene in der Stadt und das Thema Fremdgehen. So, beide Themen werde ich heute nachholen und zusätzlich das neue Thema, und zwar Altersunterschied bei Pärchen, werde ich heute ganz alles zusammen in ein Video reinstecken. Also, viel Spaß. Ich wohne ja in Bremen und ja, Bremen ist eine Großstadt und ein eigenes Bundesland. So, da vermutet man eigentlich, dass da doch eigentlich, also dass da jedes Wochenende was los ist. So, szenemäßig ist hier nicht wirklich jedes Wochenende was. Wir haben hier Szenepartys, die jeden Monat sind. Und haben eine kleine Schwulendiskothek. Und Kneipen haben wir. So kleine, aber es ist alles in kleinen Rahmen gehalten. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn jemand mal hier zufällig in Bremen ist oder in der Nähe und hat total Bock, mal so szenemäßig einen drauf zu machen, dem würde ich empfehlen, fahrt nach Hamburg, fahrt nach Hannover. Weil hier ist nicht wirklich so viel. Aber es kommt mehr. So, ich habe mir drei Veranstaltungen rausgesucht oder Veranstaltungsorte. Und zwar die halt regelmäßig stattfinden im Jahr. Und zwar habe ich einmal, das ist die älteste Party, die es hier in Bremen gibt. Das ist vom Verein Stand Up. Tut mir leid, ich muss ein bisschen spicken. Ich habe jetzt die Texte nicht auswendig gelernt. Stand Up, das ist im Magazinkeller in Schlachthof. Das ist ziemlich nah am Bremer Hauptbahnhof, also es ist recht zentral. Es ist ein kleiner Veranstaltungsort, also es ist ziemlich kleiner drinnen. Klein, gemütlich, wer es mag. Das ist jeden zweiten Samstag im ungeraden Monat ab 23 Uhr. Eintritt von Mitternacht sind 2 Euro, danach sind 2,50 Euro. Ja, geht eigentlich, ist gut und rar. Stand-Up ist ein Verein, der organisiert seit 1985 ehrenamtliche Partys. Die Erlöse kommen schwul-lesbischen Initiativen zugute. Ja. Der Veranstaltungsort ist der Magazinkeller am Schlachthof, aber es gibt auch hin und wieder Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel im Licht- und Luftbad. Wo ist denn das Licht- und Luftbad? Verdammt, ich bin hier geboren. Okay, jede Party hat ein Thema mit passender Dekoration. Einmal jährlich findet zum Freimarkt die größte schwul-lesbische Party in Bremen statt, die Queer Alt. Ja, also jetzt erstmal zu der Stand-Up-Veranstaltung. Ist ziemlich klein. War ich auch schon mal gewesen und es ist immer mit einem Motto verbunden. Und je nachdem, was es für ein Motto gibt, kann man auch freien Eintritt bekommen. Zum Beispiel gab es mal vor einigen Jahren die Party Motto Sesamstraße. Wer eine Packung Kekse mitgebracht hat, der ist auch umsonst reingekommen. So, dann haben wir die Veranstaltung Heaven's Calling im Gleis 9 ein Viertel. Das ist auch ziemlich zentral beim Hauptbahnhof. Und es findet immer eine Party am ersten Samstag im Monat statt. Entschuldigung. Also es findet immer eine Party am ersten Samstag im Monat statt. Ich lese mal vor. Heaven's Calling ist eine monatliche Partyreihe mit Gesicht, auf der ausgelassen getanzt, gefeiert, gedatet und gelacht werden kann. Die Party findet im Club Gleis 9 ein Viertel direkt am Bremer Hauptbahnhof zugunsten des Bremer Rad- und Tatzentrum e.V. statt. Es ist die erste Party des jungen Veranstalterteams, welches stets auf den Partys präsentiert ist und sich über Anregungen und Kritik freut. Ja, sein Ziel ist es, mit einer möglichst bunten und abwechslungsreichen Party unter dem Motto Lieber Bremen und schöner feiern, das Bremer Nachtleben zu bereichern. Ja, das ist, da war ich noch nicht gewesen. Ist aber sehr beliebt, ist gut besucht jedes Mal. Und es ist ziemlich jung und fresh und was ganz, also die Veranstaltung gibt es erst, glaube ich, seit ja, knapp anderthalb Jahre oder so. Also oder zwei, fast zwei Jahre, weiß ich gar nicht. Ne, ist alles neu. So, was hat Bremen noch so Schönes anzubieten? Wir haben einmal in Bremen eine Schwulendisco namens Downtown. Und es ist eine reine Schwulendisco. Aber es sind noch jetzt immer mehr Lesben vorhanden, die auch hingehen. Und ich lese euch mal ein bisschen was vor. Downtown Club ist auch in der Nähe vom Hauptbahnhof. Gut, man muss ein bisschen weiter mehr laufen, aber ja.
Es ist eine kleine Disco, ja, ganz niedlich. Und, na gut, es ist alles andere als niedlich da drin, aber okay. Also halt für die Leute, die halt doch szenemäßig was unternehmen wollen. Und es ist gerade keine Veranstaltung in der Stadt oder eine andere Szeneparty, dann ist man da doch eigentlich ganz gut aufgehoben, wenn man unter Szene sein möchte. Ja, und was es sonst so in Bremen noch gibt, es sind ständig irgendwelche wechselnde Homo-Partys, es kommen immer mehr, es gehen aber auch einige. Und man muss einfach gucken. Haare helfen. Man muss ein bisschen gucken, was gerade so läuft. Ich habe euch unten auch eine Internetseite, bremengaming-web.de. Habe ich hier unten, könnt ihr einfach draufklicken und dann stehen auch immer die aktuellsten Veranstaltungen, was so in der Szene abgeht. Ne? So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Fremdgehen und kann man Fremdgehen verzeihen? Ja. Es wurde schon eigentlich alles gesagt darüber. Und Fremdgehen ist nun mal Betrug. Und ja, also ich finde, jeder muss für sich dann auch selber entscheiden, ob er es verzeihen möchte oder ob er es nochmal weiter mit der Person versuchen soll. Weil es ist dann doch immer schwer, wieder Vertrauen zu finden, um dann weiter in diese Beziehung weiterzuführen. Und ja, keine schöne Sache. Und ich möchte jetzt auch hier gar nicht irgendwelche Moralen predigen. Jeder muss es selber für sich entscheiden, ob er es macht und ob er es verzeiht. Weil, ja, wenn es eine schöne Sache ist, dann wären halt nicht so viele dagegen. Ja, ne? Und ja, jeder muss selber entscheiden, ob er es macht, ob er es nicht macht. Und die dies machen, lasst euch nicht erwischen, und die dies machen, macht weiter so und ja, überlegt euch ganz genau, ob ihr das tut, halt oder nicht. So viel dazu. Also, ich kann zu dem Thema eigentlich nicht viel sagen. Ich finde, da sollte sich auch jeder selbst seine Meinung machen. Auch ab wann fängt für ihn Fremdgehen an? Fängt das wirklich erst im Kopf an? Ist das ein Küssen? Ist das Sex? Oder bla bla. Irgendwie ist bei jedem anders eine Grenze. Und ja, wenn es vorher nicht abgesprochen ist, wie zum Beispiel eine offene Beziehung zu führen oder so, dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass man halt nicht fremd geht. Jo. Dann haben wir noch das Thema Altersunterschied. Ja, das ist auch, finde ich, immer ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ja, weil auch unter, eigentlich egal, ob es jetzt Lesben, Schwule oder Heteros sind, die gibt es überall, Pärchen mit hohen Altersunterschieden. Zum Beispiel kann sein, dass das Mädel 19 ist und das Objekt der Begierde oder die Partnerin ist 55. Das gibt's gar nicht mal so selten. Also, ich denke mal, wenn die so durch die Straßen gehen, vielleicht erkennt man die gar nicht. Da denkt man, ach, Mutter und Tochter, aber in Wirklichkeit, ne? Alles andere als Mutter und Tochter, ne? Nee, also, solange man sich nicht wirklich strafbar macht, so dass jetzt eine 12-Jährige mit einer 25-Jährigen oder so zusammen ist, ne? Finde ich das im Grunde in Ordnung. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Nur ich finde auch, die Jüngeren jetzt, dass sie nicht versuchen, der älteren Person gerecht zu werden. Zum Beispiel ist klar, dass eine 20-Jährige nicht auf dem geistigen und Erfahrungsstand einer 40-Jährigen sein kann. Das ist klar. Und ich finde es wichtig, dass die Jüngeren sich da auch nicht verrückt machen und sich den Stress machen, irgendwie genauso zu sein oder genauso zu reden oder genauso zu denken, obwohl die eigene Erfahrung dafür einfach fehlt. Da finde ich, ist schon wie so ein kleiner Knackpunkt. Aber auch umgekehrt finde ich, dass die ältere Person nicht zu viel von der Jüngeren abverlangen sollte. Weil damit macht man sich auch nur Druck und Stress und es ist halt nicht gut. Also
wenn man jetzt wirklich eine Beziehung führt oder jemand von euch so eine Beziehung führt, ne? Der sollte auch ein bisschen auf den anderen halt, ja, sowieso allgemein achten, aber halt, dass man halt eigentlich abverlangen soll, dass man, ja, dass der andere halt einfach den eigenen Alter nicht entspricht. Das heißt, bezeichnet eure jüngere Freundin oder Geliebte nicht als zu kindisch oder eure ältere als langweilige Oma, weißt du? So, das ist nicht gut. Nee. Ja, was kann ich noch zu sagen? Ja, wie gesagt, ich finde, solche Beziehungen sind immer schwierig. Also, es zu tolerieren, weil es wird immer geguckt und schon allein immer sowieso bei zwei Frauen wird geguckt und dann, wenn die Partnerin dann auch noch mit einer Freundin nach Hause kommt, die älter wie die eigene Mutter ist, dann wird nochmal mehr geguckt, ne? Also, ja, akzeptiert's, macht euch da keinen Stress, lasst euch nicht von anderen einreden. Ich meine, ihr müsst diese Beziehung führen und niemand anders. Also, ich wünsche euch da alle auch toi, toi, toi. Weil ich müsste zwar noch sagen, mir ist aufgefallen, so, ja, Lesben können ganz schön intolerant sein. Das ist mir auch häufig aufgefallen bei so bisexuellen Frauen. Die werden nicht immer akzeptiert. Obwohl, wieso? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Also, ich akzeptiere sie. Ich meine, nur weil sie sich jetzt nicht auf 50% einschränken wollen oder können oder, ne? Das ist doch, wie gesagt, es muss doch jeder für sich selber entscheiden. Wenn man nicht sich und nicht jemand anderen damit schadet, dann finde ich, dann ist alles auch völlig in Ordnung und sollte gemacht und toleriert werden. So viel dazu. So, dann möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich heute auch so ein bisschen bin. Ich habe nämlich schon seit Tagen Zahnschmerzen. Ich war letzte Woche Freitag beim Zahnarzt gewesen und mir wurde ein Weisheitszahn gezogen. So, ich habe aber noch zwei weitere kaputte Zähne. Einmal hier Eckzahn, ist eine Krone abgebrochen, also vor ein paar Monaten schon. Und der Zahn daneben ist dadurch halt auch beschädigt. Und jetzt habe ich seit Tagen wirklich nachts immer tierische Zahnschmerzen. Ich habe auch vorher leider keinen Termin bekommen. Ich muss das irgendwie mal betäuben mit Klosterfrau Melissengeist, was nach einer Zeit auch seinen Geist aufgegeben hat. Was denn jetzt nur noch Klosterfrau Melissen heißt. Nee, Quatsch, also hier Schmerztabletten haben auch nicht wirklich geholfen. Kühlen, so ein Kühlpad drauflegen auch nicht. Also deswegen, der Schlaf fällt bei mir seit Tagen kurz. Weil ich einfach nicht schlafen kann. Weil ich nachts geweckt werde von den Schmerzen, aber also es ist ja jetzt Freitag, ja, es ist Freitag und ich werde wohl wahrscheinlich heute früh, so gegen 10:30, hoffentlich von den letzten Schmerzen erlöst, weil Zahnschmerzen ist echt schon eine fiese Sache, also wenn man sich jetzt, glaube ich, irgendwie einen matschigen Fuß hat oder so. Ich glaube, diese Schmerzen sind leichter zu ertragen als wirklich diese kompletten Nerven, offenen Nerven, die dann schmerzen, sobald du irgendwas isst oder einen Kaffee trinken. Kaffee trinken wird zu qual, ich liebe Kaffee, aber kann ich nicht. Es tut weh. Ne? Vielleicht einen Eiskaffee kann ich trinken, aber das mag ich nicht. Hm. Ja. So viel dazu. Also das zu meinem Zustand. Deswegen bin ich wohl auch etwas... Also ich bin wohl nicht so ganz gesund. Ja, also so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Könnt kommentieren, was ihr möchtet. Ich verstehe es sogar, wenn ihr es heute vielleicht nicht so toll fandet. Nicht so informativ. Und ich habe mein Bestes gegeben, was ich heute geben konnte. Und da seht ihr die Augenringe. Also ich sehe das hier richtig so. Augenringe. Sind bei mir ganz stark ausgeprägt. Und meine Gesichtsfarbe ist nicht so gesund. Ja, okay. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Einen schönen Tag. Und ja, einen schönen Tag der Deutschen. Genau.
Tag der Deutschen Einheit ist am kommenden Sonntag. Wünsche ich euch einen schönen Einheitstag. Knutscht eure Ossis, knutscht eure Wessis und macht's gut. Bis dann. Tschüss.